und herzlich willkommen bei Kreativ mit Stempelpapier und mehr. Mein Name ist Sabine Waag. Ich zeige dir heute die Anleitung, das Tutorial für die Pop-Up-Panel-Card, wo ich eben bei Nicole die letzten Tage gesehen habe und habe mir jetzt dran gesetzt, um eben dir das zu zeigen, wie das funktioniert. Das ist gar nicht schwer. Ich zeige dir jetzt mal die Musterkarte, die ich jetzt hier fürs Video nochmal gemacht habe, weil die andere Karte ist ja schon bei dem kleinen Oscar angekommen. Deswegen habe ich jetzt nochmal eine gemacht. Stehen auch noch ein paar Geburtstagskinder an und die freuen sich mit Sicherheit auch. Hier habe ich das Papier benutzt aus dem super schönen Designer-Block Stille Natur. Es sind ganz, ganz tolle Fotomotive drin, es sind aber auch grafische Muster drin, die mir sehr gut gefallen und vor allen Dingen die ganze Farbkombi, Savanne, Aquamarin, Bermuda-Blau, dann das Ockerbraun, also das harmoniert ganz, ganz toll. Und hier innen habe ich dann das Ganze relativ schlicht gehalten, also hier das Fotomotiv mit der Bouquet-Technik, das finde ich auch ganz klasse. Dann hier so grafische Muster. Hier diese schönen Blätter, also ich finde es sehr, sehr ansprechend und der Block ist wirklich seine Investition wert. Meiner ist schon fast leer, ich werde mir den mit Sicherheit nochmal ordern müssen, weil er mir so gut gefällt. Genau, dann siehst du noch hier, dass ich embossed habe, weil auf dem Fotopapier wollte ich jetzt nicht großartig was draufkleben. Mir war das einfach zu schade, dass ich das alles überklebe. Ich wollte wirklich, dass das Muster, das Foto wirkt und deswegen habe ich mich für das Embossen entschieden und habe mit dem tollen Kupfer-Embossing-Pulver hier gearbeitet und mit dem schönen neuen Stempel, den ich heute erst bekommen habe, der Stylist Birthday Stempel und das zeige ich dir auch im Video, wie ich das embossed habe, falls du das noch nicht kennst. Okay, dann legen wir jetzt einfach los. Du benötigst für das Grundgerüst einen kompletten A4-Bogen. Ich habe jetzt Aquamarin dafür ausgewählt. Das ist das Innenleben. Und zwar wird gefalzt bei 14,9 in der Mitte auf der langen Seite. Ich falze immer noch mit dem Papierfalter. Ich habe mir das von Anfang an so angewöhnt. Das Vorgängermodell vom Papierschneider hatte nämlich diese Falzklinge nicht. Natürlich kannst du auch mit dieser hellgrauen Falzklinge dein Papier falzen. Geht genauso. Der zweite Falz ist dann auf der kurzen Seite vom Papier bei 5,25. Einmal längs runter. Dann das Papier komplett drehen und ebenfalls dann auch bei 5,25 wieder falzen. Dann markiere ich mir die Mitte bei 10,5, allerdings nur mit Bleistift. Warum, das siehst du hier nach dann noch. Gefalzt haben wir alles, was wir brauchen. Dann benötigst du ein Lineal. Und zwar musst du dir jetzt Markierungen setzen von der Mittellinie, die wir gerade gefalzt haben, aus 3,5, einmal nach links und einmal nach rechts. Also das heißt, ich lege mein Lineal genau bei 3,5 auf der Mittellinie an, links und rechts bei 7 und unten bei 2 cm, da lege ich es nur ans Papier an, 2 cm nach links vom Falz und bei 4 nach rechts. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Und unten bei 2 und 4. Hier zeichne ich jetzt einfach nach. Keine Angst, die Bleistiftmarkierungen sieht man dann auch nicht mehr.
Und dann braucht man noch Markierungen, und zwar bei 5 cm, also 5 lege ich wieder auf dem Falz an, auf dem Mittelfalz, und markiere links von 5 und rechts bei 10. Das ist auf der anderen Seite auch. 5 und 10. Und das dient dazu, weil wir jetzt hier in der Mitte ein Kreuz falzen müssen. Da lege ich jetzt mein Papier in den Papierschneider. Und hier in der Laufschiene sehe ich meine Markierung. Also Vorsicht, das ist die äußere bei 5. Vorsichtig mit dem Papierfalz oder mit dem Falz, mit der Falzklinge falzen. Einmal diagonal und der zweite Falz. Und jetzt haben wir eben das Kreuz. Dann schneide ich hier ein. Los bis zu dem ersten Falz. Das Ganze auf der anderen Seite auch. Und jetzt muss ich diese Außenteile wegschneiden. Da nehmen wir dann auch wieder den Papierschneider. Sehe das ja recht gut, weil mein Falz vorgegeben ist. Und lege meine Schneideklinge genau auf den Punkt, wo ich eingeschnitten habe. Runterdrücken und hoch. Dann kann man eben noch ein bisschen nachziehen. Dann ist das Stück schon weg. Und genauso auf dem unteren Abschnitt. Dann sollte das ganze Stück also so aussehen. Die Falze. Das Ganze ziehe ich jetzt nach vom Papierfenster. Der ganze Trick ist jetzt, ich habe jetzt schon ein bisschen getüftelt, weil eine Karte habe ich mir tatsächlich komplett ja, versaut, leider. Genau. Das Ganze sollte jetzt so ausschauen, dass, keine Angst, das funktioniert dann, wenn alles zusammen ist. Diese Flügelteile müssen nach innen und dann ist es wie ein Spitz. Nochmal, sobald man das dann richtig nachgefalzt hat und das liegt, fällt es ja immer wieder so zusammen. Also dann, bloß das erste Mal ist ein bisschen schwierig. Genau. Mich stört jetzt nur ein bisschen, dass der Rand nicht identisch ist. Das könnte man dann noch mit einem Hebelschneider oder mit unserem Papierschneider nachschneiden, diese Millimeter. Bloß nicht zu viel, dass man sich das nicht kaputt macht. Das ist mir leider auch schon mal passiert. Genau. Jetzt passt es aber. Als nächstes brauchst du einen Streifen. Das ist jetzt ganz egal, welche Farbe du da wählst. Das ist nämlich unser Mittelteil, dieser Streifen, der dann so auffliegt. Der ist 7,45 cm breit und eine ganze Länge von einem A4-Bogen, also 29,8. Den
müssen wir jetzt dreimal falzen, jeweils bei 7,45. Und zwar einmal so und dann drehe ich das Papier, weil das ist ja dann praktisch der Berg. Und meinen ersten Falz lege ich dann bei 7,45 an und dann noch einmal drehen bei 7,45. Also dreimal. Dafür habe ich mir jetzt schon 4 quadratische Stückerl aus dem Designerpapierblock ausgeschnitten. Die habe ich jetzt hier gewählt. Dann habe ich schon vorbereitet ein Quadrat mit dem schönen Wellenquadrat hinterlegt. Habe ich hier auch embossed mit einem Aquamarin-Embossing-Pulver. Das ist leider nicht mehr von Stampin' Up gibt. Aber passend zu dem Designpapierblock habe ich die Farbe gewählt. Genau. Bevor ich klebe, möchte ich nur dieses Stück bestempeln. Und zwar habe ich da den Stempel gewählt aus dem Set im Herzen. Und zwar genießt die kleinen Dinge. Den habe ich schon auf meinen Acrylblock aufgebracht. Und ich werde jetzt hier stempeln mit Petrol. Auf dem Blog oder im Katalog, wenn du das mal anschaust, siehst du ja immer genau, welche Farben dazu passen. Petrol ist hier nicht aufgeführt, aber ich finde, es passt. Und deswegen verwende ich jetzt hier Petrol. Meinen Stempel färbe ich immer so ein, dass ich hier betupfe. Dann kann ich das besser kontrollieren, wie viel Farbe auf dem Stempel ist. Die Stempelmatte verwende ich noch und setze den Stempel mittig auf. Ja. Also ich finde, das Petrol passt hervorragend dazu. Okay. Dann auf die anderen Muster wollte ich jetzt eigentlich nichts aufkleben. Die können für sich eigentlich wirken. Kleben tue das Ganze mit dem doppelseitigen Klebeband. Das kann man so schön abreißen. Und ein kleiner Trick, ich streiche die doppelseitigen Klebebänder immer mit dem Papierfalter gut fest. Dann tut man sich nämlich wirklich leichter, die Schutzfolie oder auch nicht, das ist jetzt der Vorführeffekt, abzubekommen. So. Und jetzt hier noch das vorbereitete Quadrat. Das setze ich da außen hin. Okay, das war's schon. Ich finde, dass das Motivpapier, da braucht man gar nicht mehr viel stempeln oder viel Schnickschnack dazu. Dann bringe ich jetzt diesen gefalteten Streifen auf diese Flügel auf. Hier ist es ganz wichtig, dass man von diesen Flügeln jeweils nur eine Ecke mit Kleber versieht.
Einmal hier oben, einmal hier unten. Und auch nicht zu viel, sonst quillt das alles raus und das wäre schade, dass der nicht irgendwo anders noch aufkommt. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du diese äußere Falzkante genau auf diese Falzlinie hier aufsetzt. Und wenn möglich, das Ganze nur mittig aufklebst, leicht andrückst und das Ganze auch auf der linken Seite. Genau. Jetzt am besten ein bisschen zur Seite legen, dass das Ganze trocknen kann. Dann habe ich vorbereitet für das Äußere einmal in Petrol. Da habe ich jetzt ein bisschen breiter geschnitten als 10,5, vielleicht so 10,8, weil er das sonst ganz genau aufeinander liegt und deswegen habe ich es ein bisschen breiter geschnitten. Für das Cover habe ich mir dann noch ein Stück in Wildleder hergeschnitten. Das ist 14,3 x 10,2. Auch Wildleder steht nicht auf der Liste mit den Farben drauf. Deswegen, also finde ich auch, das passt hier auch sehr gut dazu. Und dann nochmal das schöne Meeresmotiv aus dem Block. Das habe ich geschnitten in 13,8 x 9,8. Und auf dieses Motiv möchte ich jetzt mein Happy Birthday stempeln und embossen. Dafür lege ich mal ein Schmierpapier unter. Du brauchst das Versamark Stempelkissen und das Kupfer-Embossing-Pulver habe jetzt ich verwendet. Mein Stempel betupfe ich mit dem Versamark. Ah, bevor ich weitermache, ganz ganz wichtig, damit keine Reste überbleiben, der Embossing-Buddy, also der ist wirklich Gold wert. Hier streiche ich vorsichtig über mein Papier. Dann haftet nämlich nur das Embossing-Pulver auf der Stelle, wo ich auch mit dem Versamark gestempelt habe. Und es bleibt nichts Ärgerliches über. Pulver drauf. Dann klopfe ich nochmal von hinten und das überschüssige Pulver gebe ich wieder in die Dose. Und jetzt fülle ich. Wichtig beim Föhnen ist, dass man jetzt nicht wild hin und her föhnt, sondern wirklich auf einer Stelle beginnt. Und dann sieht man schon, wie es schmilzt. Oder zieht. Hier unten ist ein bisschen. Genau. Das war schon alles. Dann möchte ich hier unten noch ein paar am Strand sind ja manchmal so Gräser und das möchte ich hier nur aufstempeln. Mache ich jetzt mit Wildleder, das ist mal ganz ganz alte Stempelkissen, aber die Farbe gibt es natürlich immer noch.
Die Stempel sind aus dem Stempelset Awesomely Artistic, eins meiner Lieblingsstempelsets. Dann klebe mit dem doppelseitigen Klebeband mein Motivpapier auf. Das jetzt mittig setzen, dass überall in etwa der gleiche Rand ist. Und dann das jetzt auf meine äußere Karte. Und auch hier mittig aufsetzen, dass wieder diese Passepartout zu sehen ist. Genau. Dann habe ich jetzt hier mein Innenleben. Hier brauche ich auch noch Aufleger. Und hier habe ich jetzt leider versehentlich vergessen, die Spitzen abzuschneiden. Nichtsdestotrotz lege ich das jetzt hier an dem Falz, den man ja noch sieht, an. Und auch noch innen sieht man das noch leicht. Ich denke, das kann man ja erkennen. Das die Spitze noch abschneiden kann. Auch hier lege ich das wieder in meinen Papierschneider, den Bleistiftstrich schiebe ein bisschen weiter nach rechts, dass der nicht mehr zu sehen ist, dann wird es automatisch ein bisschen kleiner. Ja. Die Spitze sieht man ja letztendlich nicht, also ist es nicht schlimm, wenn es keine echte Spitze ist. Und für oben habe ich jetzt hier dieses Muster gewählt. Also am besten machst du das, bevor du das zusammenklebst, dann geht es nämlich viel, viel einfacher. Mäßig aus. Aber genau, also ganz ist leider nicht, aber es ist handgemacht und ich hoffe, die Beschenkte freut sich trotzdem. Jetzt auch hier nochmal das weiße Stück, wo man dann auch schön ein bisschen einen Text draufschreiben kann. Das hat auch eine leichte Umrandung. Gut. Auch hier ist am Anfang ein bisschen, da sperrt es ein bisschen, bis dieses Innenleben ein paar Mal auf und zu gemacht worden ist, dann geht es immer leichter. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr hier den Kleber aufbringt und nicht auf der Grundkarte. Das war nämlich mein Fehler bei meinem vorhergehenden Modell. Und somit habe ich alles geklebt und somit hat diese Mechanik innen nicht mehr funktioniert. Und jetzt liegt es leider im Papierkorb. Dann die Außenkarte hier so anbringen,
dass du wirklich Kante auf Kante legst. Wenn du zu weit hochrutscht, bekommst du die Karte nicht mehr zu. Und genau, hier steht natürlich jetzt was über, weil ich unsauber geklebt habe. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Und das war's. Alle Maße findest du unten in der Infobox und bei Fragen bitte einfach eine E-Mail schicken.